Ja, guten Tag, da sind wir beim nächsten Part von Millennia. Wir sind mittlerweile Zeitalter der Seuchen. Ziemlich nervig. Man muss die ganze Zeit gucken, dass man diese Ausbrüche beseitigt und wir werden von Deutschland aggressiv angegangen. Haben jetzt auch unseren ersten Vasallen hier bekommen, den wir so neutral statt eingenommen haben. Das passt schon mal ganz gut, denke ich. Ja, und jetzt ist es halt wichtig, dass wir die Militärpunkte sammeln. Ich habe die jetzt sehr vernachlässigt. Das heißt, wenn wir unsere zweite Nationalgeist ausleben wollen, das Granat, brauchen wir dringend mehr. Im Nachhinein habe ich gedacht, ey, das war doch ein Fehler, das zu nehmen. Weil es nicht wirklich was bringt momentan. Weil wir einfach da keine Ressourcen für haben. Das ist die Sache. Da kam noch eine Bar. Hm, sehr nett, dankeschön. Unser Militär bewegt sich hier komplett durch, keine Ahnung, durch die gesamte Welt, die nicht existiert. Oder die ziemlich nervig ist. Oh, hier hinten ist Kaffee. Auch gut zu wissen. Werden halt auch immer mal wieder angegriffen natürlich, aber jetzt nichts Bewegendes. Und währenddessen versuchen wir hier in Kobe die Rebellion wieder unter Kontrolle zu bekommen. Haben wir auch geschafft. Wir haben trotzdem noch 9 Chaos. Wahrscheinlich eben wegen der ganzen Seuchengeschichte. Hier unten ist ja jetzt auch wieder Seuche aufgetaucht. Wir müssen die ganze Zeit unsere teuer erworbenen Punkte da reinstecken. Wir haben noch immer 9 Chaos. Warum? Warum haben wir noch immer 9 Chaos? Das würde ich gerne wissen. Verstehe ich nicht ganz. Na gut, sei es drum. Wir haben leider, wie gesagt, zu wenig Punkte, um hier wirklich was gut zu bauen. Steinmetz wäre noch okay. Aber über Gold zum Beispiel brauchen wir halt natürlich die Bergwerk. Das heißt, da bräuchten wir wesentlich mehr Punkte. Steinmetz wäre halt nur wichtig, wenn wir nochmal hier so einen Stein dran auch wirklich anbauen. Haben wir momentan nicht. Also Ravenna hat einen, aber da kriegen wir nur bestimmte Punkte zurück. Das lohnt sich nicht wirklich. Ergibt nicht so viel Sinn. Osaka kann noch was bauen. Ja, nehmen wir mal den, das Lager für interne, wenn nicht schlecht. Oder das Feldlager für einfach Kriegserfahrung. Wir brauchen die Erfahrung, definitiv. Sollte auch weiter kämpfen gehen. Oh, noch mehr. Oh Gott, ist das nervig, ey. Wo ist denn unser Doktor? Doktor Seuche. Komm mal her, Doktor Seuche. Gehen wir da unten hin, bitte. Müssten jetzt auch genug produzieren hier an Erfahrung. Ja, 4 pro Runde, dass wir das auch mit dem regeln könnten. Oh, wie nervig. Jetzt bewegen wir uns hier einzeln durch. Wir können eine neue Kulturkraft verwenden. Wir könnten eine Stadt gründen. Wie gesagt, wäre noch immer die Option, dass wir beiden noch eine zweite Stadt gründen können, ja. Hier würden wir aber nur die eine Kohle, nur in Anführungszeichen die eine Kohle kriegen. Wir kommen hier hinter ja leider nicht. Das ist, wird nicht so viel bringen. Hier könnte man sonst noch eine Stadt gründen. Hier haben wir schon 2. Wir könnten hier noch eine bauen. Aber ja, wäre halt wieder diese Sache mit den Steinen. Weil irgendwie will das Stein nicht eingenommen werden. Ich glaube, ich hau die jetzt tatsächlich einfach mal hier hin. Damit wir das Stein hier bekommen. Damit wir unseren Vorteil von der Dynastie ausnutzen können. Und ja, Kyoto ist natürlich sauschnell, wenn es um Bauen geht. Ist natürlich super. Außer Ritter dauert leider sehr lang tatsächlich. Wir könnten das Schatzhaus bauen für 10 Vermögen. Aber ich glaube, Vermögen ist das, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Und dann ist ja das Problem. Nehmen wir mal den Markt. Gucken wir mal, dass wir da ein bisschen was an Diplomatieerfahrung kriegen. Die wollte ich ja eben ein bisschen haben. Jetzt sind noch 9. Mittlerweile kriegen wir ja ein bisschen was dazu. Dann kriegen wir noch eins dazu. Warum nicht? Und die Seuche breitet sich weiter aus. Natürlich ziemlich ätzend. Ja, Glaube haben wir jetzt. Jetzt haben wir einen Glauben. Wie gesagt, da müssen wir so ein gewisses Bedürfnis dann auch erfüllen. Da müssen wir wieder beitreten und das gründen. Bin ich so der Glaubenstyp, deswegen weiß ich auch. Hatte auch 2 Optionen da beim Nationalgeist, das zu machen. Habe ich jetzt tatsächlich nicht gemacht. Aber ihr seht halt, durch verschiedene Verbesserungen und Hauptstadtgebäude angeboten werden. Ja, und dann kann man heilige Städte, ne, wäre es halt möglich, dann religiöse Schriftgelehrte einzusetzen, um den Glauben zu erzeugen. Es soll auch recht schwer sein, diesen Glaubenssieg zu kriegen. Ich meine, das heißt nicht direkt, dass das deswegen schlecht ist in meinen Augen. Schwer kann der auch bei Civ 6, wenn ihr da 6, wenn ihr da einen Religionssieg macht mit 8 Leuten, kriegt ihr auch niemals hin. Von daher ist es immer relativ. Wir können jetzt hier die Pyramide endlich freischalten. Das heißt, wir können für 30 Verbesserungspunkte, das ist natürlich sau viel, können wir aber eine recht starke Verbesserung bauen, die ihr hier oben seht. Die kann jeweils einmal pro Region gebaut werden. Und gibt eine Kultur und 4 Einfluss. Hätte ich mir gewünscht, dass es ein bisschen was an Wissen noch gibt oder sowas. Oder 2 Kultur statt Einfluss. Aber gut, ist halt so. Ist jetzt auch nicht so gravierend. Dann müssen wir hier weiterhin unsere Seuchen wegmachen. Ja, wollen wir. Und wir müssen direkt weiter nach. Jetzt habe ich schon vergessen, wo es war. Symbolik ist hier oben. Sehr weit weg. Ja gut, ich glaube, ich will die Schülerpunkte dafür ausgeben. Das kostet mich echt an. Können wir den Seuchenfürsten eigentlich auch so bauen, den Pestdoktor? Ja, hier hinten eine Kost aber. Ah, da brauchen wir Säftelehre. Okay, da brauchen wir eine Forschung. Sehr ärgerlich. Aber gut, ist halt so. 18 Punkte haben wir. Wir könnten jetzt auch gleich mal diese Gärungsgrube bauen. Dann könnten wir hier von den, oben bei Kobe, könnten wir noch 2 Wein eine Kultur machen. Können wir schnell unsere Kulturfähigkeiten pumpen, was nicht schlecht wäre. Ansonsten, ja klar, Sägegrube. Wir haben noch immer Stämme. Die müssten hier bei Kyoto 2 vorhanden sein und bei Osaka. Aber eigentlich, ich habe hier oben ja auf, was war es nochmal? Ah ne, es sind nur, achso, jeweils nur 1. Ich brauche dafür 3, echt? Nervig. Das wäre auch möglich, dass wir hier, was war es, Sägegrube bauen. Wir brauchen 3 Stämme.
Na, okay. Müssten wir nochmal ein Holzfällerlager bauen. Wäre eigentlich auch okay tatsächlich, weil wir ja die Stadt ja auch haben, die sich darauf spezialisiert hat. Würde man einfach hier reinsetzen. Mache ich jetzt nochmal. Auch wenn wir auf was anderes sparen wollten, aber ich glaube, das hilft uns ganz gut, nochmal ein bisschen unseren ja, Nachteil auszugleichen. Vorteil auszubauen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also, so wie der hier uns begeht, finde ich eher Nachteil ausgleichen, aber ist halt relativ. Ja, das haben wir durch soweit hier oben. Das brauchen wir momentan nicht. Wir können natürlich nochmal Wohnraum verbessern. Warum nicht? Bei Bauernhöfe haben wir noch immer kein einziges. Von daher wachen wir lieber hier auf, ups, auf gescheite Sachen von der Regierung. Also zum Beispiel einen Siedler erstellen, damit wir den hier unten hinsetzen können. Hm. Ansonsten geht es momentan einfach nur durch. Wir müssen die ganze diese blöden Seuchenherde durchgehen. Handel, ja, wie gesagt, wenn wir hier was haben, können wir das einfach einführen. Das können wir jetzt mal bei Kyoto sehen. Das zeige ich euch mal. Sagen wir jetzt durch diesen Markt. Hier ist sehr unsteinbare Symbol. Ja, die Symbole sind halt nach wie vor sehr problematisch. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Hätten sie auch mal ändern können. Aber gut, ist halt so. Also wir könnten ausländische Porter. Also wir könnten jetzt hier drauf gehen und sagen, okay, wir würden gerne Handelsgüter haben. Verbraucht für ein plus eine Kultur. Das heißt, wir würden dann 8, glaube ich, an, ja, das ist jetzt auch wieder sehr schlecht dargestellt, aber wahrscheinlich eben 8 an Vermögen bezahlen, um halt diese eine Kultur zu bekommen. Da würden wir, könnten wir uns tatsächlich leisten. Ob es jetzt nötig ist, eine andere Sache, ich glaube eher nicht. Jetzt haben wir erstmal dieses blöde Barbarencamp aus dem Leben. Das sollte ja kein Problem darstellen. Und kriegen dann nochmal Produktion. Können eine Arkibuse herstellen, aber kriegen schon wieder Chaos. Ne, dann leider nicht. Ich hätte schon gerne eine starke Einheit, aber das ist dann doch etwas zu blöd. Kobe kriegt aber ein bisschen Produktion. Hilft also gleich, dieses Lager fertig zu haben, sodass wir langsam mal hier Richtung 70 kommen, was halt schon ein bisschen sehr viel ist, tatsächlich. Ja, und dann müssen wir weiterhin unsere blöden Seuchen hier auslöschen. Warum gibt es hier keine, also wie gehen die Straßen hier? Das würde ich gerne wissen. Kann das heißt, ich bin Pionier bei uns? Ich dachte eigentlich, dass die Straßen automatisch gesetzt werden. Auch zu den Städten. Da kann ich mich auch irren. Vielleicht muss ich einen Außenposten hinbauen, damit das klappt. Oder die Grenzen müssen sich verbinden. Aber da habe ich irgendwie was falsch verstanden und auch bisher noch nicht drüber nachgedacht, tatsächlich. Ja, wenn wir mal einen Speerträger bauen und einen Armbrustschützen, also machen wir erstmal einen Armbrustschützen. Mal eine zweite Armee aus dem Boden hauen, wenn uns gleich hier die KI angreifen sollte. Osaka kann ja Aquädukt mal bauen, ein bisschen Hygiene vielleicht reinmachen, damit wir nicht da Probleme bekommen. So, jetzt haben wir auch die nächste Forschung durch. Also bei Künsten, die hatten wir ja eigentlich schon länger angepannt. Wir könnten uns halt ein Theater bauen, ne? Das wäre es. Ein Kolosseum, das gibt Unterdrückung, was ganz cool ist. Und Kriegs-EP, okay, das ist ziemlich gut. Kostet auch viel Produktion. Und Bildhauerwerkstatt. Da brauchen wir Kalkstein oder Marmor. Könnten wir in eine Statue umsetzen. Wir haben einen Kalkstein durch die Fähigkeit und einen Marmor. Das ist leider nicht genug. Und wir könnten halt Künste erstellen. Kriegen wir Kultur. Und Kunstwerke können wir da schaffen. Auch interessant, wie weit das dann nützlich ist. Ob man das wirklich priorisieren sollte. Dann können wir Säftelehre bauen, um halt die Peststrukturen herzustellen. Und wir haben eine reduzierte Chance für Ausbrüche. Ihr seht aber, jetzt dauert es auch wesentlich länger zu erforschen. Klar, das wird bei der KI wahrscheinlich nicht so schlimm sein, weil die halt schon recht gebufft ist. Und ich nicht, noch nicht wirklich, man merkt sehr gut, dass Tutorial-Playthrough ist hier. Denn man muss auf jeden Fall schauen, dass man noch einiges an Sachen erfährt und auch gebacken kriegt. Weil es ist nicht so einfach tatsächlich, hier alles richtig zu machen. Wir könnten hier die Plantagen abbauen, aber ich würde jetzt versuchen, tatsächlich mal auf diese Gärungsgrube zu gehen. Papiermühle wäre ja auch noch die Sache. Papiermühle alleine kostet halt schon, wie viel waren es nochmal, 20, ne? Nach wie vor, was ich ja letztes Mal schon mal gesagt hatte, eine coole Sache. Da brauche ich noch Schriftgelehrte und die Papiermühle. Und das ist zusammen dann doch ziemlich teuer. Warum finde ich sie gerade nicht? Ich bin einfach so dumm gerade. Die Weberei? Nein, Sägegrube. Egal, ihr wisst, was ich meine. Da oben, also 26 sogar. Ach du Scheiße. Das ist schon ziemlich viel. Also wirklich übertrieben viel. Dann gehen wir mal da hier oben. Wenn die uns in die Quere kommen, hauen wir die natürlich um. Und gehen da unten das Barbarenlager wegmachen. Wir zerstören das mal. Hier würde ich, oder Stadtzentrum ist gar nicht schlecht, einfach ein bisschen Regierungspunkte können wir auch gebrauchen für den Siedler, den wir jetzt auch erstellen können. Den machen wir aber nicht in Kyoto, sondern in Osaka. Und würden mit dem einmal hier unten hingehen und schön an die Küste setzen. Ja, du kannst weiterhin hier schlafen, das ist kein Problem. Wir brauchen ja dich als Unterdrücker. Böser, böser Unterdrücker. Das ergibt schon Sinn. Ja, du kannst zurück die Bewegung fortsetzen und du auch. Und da ist ja schon wieder Barbar. Wo kommen die, dieser Barbar her? Nervig. Der Doktor kann sich auch weiter bewegen. Jo. Kannst du noch unterdrücken? Jawohl, dann mach das bitte mal weg. Benutzen wir unsere Erkundungserfahrung auf jeden Fall mal dafür. Was anderes brauchen wir es erstmal nicht. Ja, wir können halt Steinbrüche jetzt günstiger machen. Würde ich jetzt auch mal machen, tatsächlich. Weil wir hier den Steinbruch bauen können. Dann können wir hier einmal auf Steinbruch gehen. Kostet jetzt nur 7. Packen wir direkt mal dahin. Wir können Steinbrüche tatsächlich auch hier überall anders hinsetzen. Auch Hügel natürlich. Nur das ist durchaus möglich. Würde ich tatsächlich mal machen. Aber das bringt halt nicht sehr viel.
Aber ich setze mal einen einfach mal hier hin. Das bringt tatsächlich nur einfach eine Produktion mehr, ne? Also, wenn ich das jetzt richtig sehe. Oder gibt das irgendwas noch an Kalkstein? Ah, es gibt anscheinend auch Kalkstein. Das ist ganz cool. Und dann könnte man nämlich tatsächlich nochmal einen Steinmetz gleich bauen. Oder eben das, was wir eben freigeschaltet haben, wo wir zwei Kalkstein in Statuen umarbeiten können. Das waren Brennöfen. Nee. Wo war das? Fangflotten, bla bla, religiöser Schriftgelehrter. Das wäre Bildhauerwerkstatt. Ergibt Sinn. 24 allerdings. Ziemlich teuer. Aber könnten wir auf jeden Fall machen. Wir haben einen Armbrustschützen fertig. Wir werden einen Ritter bauen. Der dauert zwar länger, aber wäre, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn wir den haben. Und danach müssen wir mal sowas wie Kolosseum angehen. Aber sollen wir zuerst Kolosseum? Guck mal, zuerst Kolosseum. Ich hätte uns nachher angreift, der Kerl. Aber bisher sind sie relativ friedlich. Ich habe eigentlich schon gedacht, wir werden schon hier gegen die Wand gehauen werden. Aber bisher geht es noch. Chaos steigt auch noch immer weiter hin. Das finde ich ein bisschen ätzend. Ach Gott, jetzt kommt hier unten wieder solche. Okay, uns Geld zu geben ist die weisendste Entscheidung in Dingens. Forderung Münzen. Du willst irgendein Vermögen. Und dann würdest du uns besser werden. Wollen wir da aggressiv vorgehen? Gerechtfertigten Krieg. Auswahl senden. Nachgeben. Gerechtfertigten Krieg. Erklär, was heißt das? Ich bezahle einfach mal. Ich will den noch ein bisschen weghaben, damit wir noch die Armee pumpen können. Von daher lassen wir das erstmal so stehen. Momentan haben wir das Geld. Ich weiß auch nicht, wofür ich es momentan brauche. Also momentan kann ich das beschleunigen, ist klar, aber habe ich jetzt nicht so den Drang zu. Und da ist ganz gut, uns hier noch ein bisschen vom Nacken zu halten. Ja, wir bräuchten 10, das heißt, achso, haben wir doch, oder? Ach, wir haben gar keinen Ausbruch. Ach, der Ausbruch hat sich nur verbreitet. Oh, ausgebreitet. Das war jetzt leider wieder ganz zurück. Ein bisschen nervig, ich hätte hier noch eine Stadt hinbauen sollen. Ja, der Ausbruch geht hier weiter. Sehr gut, macht den platt. Und wir haben unsere Innovation. Militärische Präsenz von Japan ist auf dem ganzen Kontinent zu spüren, okay? Die Straßen, die von und nach Japan führen, sind für ihre mächtigen Praetorien bekannt und können die Händler geschützt werden, die auf den Straßen unterwegs sind und vielleicht sogar einen Gewinn erzielt werden. Außenposten plus 5 Vermögen. Ne, dann nehmen wir 600 Gold. Wird zu schwach, ehrlich gesagt, weil bis wir die wieder haben mit den Außenposten, die 600 Gold, haben wir deutlich andere Sachen gemacht. Also das würde in meinen Augen nicht viel Sinn ergeben. Würdet ihr mal sagen, was ihr so meint. Machen wir das Camp hier auch noch aus dem Leben, ganz klar. Oh, wir nehmen auf jeden Fall die Punkte. Das können wir bewahren, Neutralität nehmen oder die berittenen Bogenschützen. Dann müssen wir Deutschland ja doch angreifen eigentlich, ne? Aktion Stämme fallen. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ich meine, wir haben jetzt die meisten weggehauen, weil die uns schon ziemlich auf den Nerv gingen. Ich glaube, ich nehme erstmal die Neutralität. Was ich eigentlich ganz gut finde, dass dann die KI sich damit nur rumschlagen muss, nicht mehr wir. Dann können wir die nämlich sonst benutzen dafür, um da neue berittene Bogenschützen zu produzieren. Und Barbarenmund-Neutralität hält ja jetzt auch für immer, was ziemlich stark ist, von daher. Was ist das? Was sind jetzt? Offene Grenzen? Ja, auf jeden Fall nehmen wir offene Grenzen an. Vielen Dank. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja, der Bogenschütze da oben kann er ruhig rumgammeln, ist mir relativ egal. So, einmal bitte die Ausbreitung und den Ausbruch verringern. Und dann kann es wieder hochgehen, denn da ist der nächste Ausbruch. Wie ätzend. Okay, momentan haben wir noch keinen Unrest. Minus 2 haben wir noch. Wir könnten also noch irgendwas anderes bauen, was erstmal sinnvoller wäre. Ich gehe dann weiter aufs Kolosseum, weil wir einfach die Kriegspunkte brauchen. Ach Gott, das ist das nervig. oh Mann, ey. Da ist man ja wirklich konstant hinterher. Junge, du hast viel zu tun. Ob denen klar ist, dass die solchen Doktoren damals gar nichts gebracht haben? Na gut. Gehen wir davon aus, dass es schon irgendwie passt. Ist weg, ne? Nee, okay, irgendwas habe ich hier. War hier auch noch solche, oder was? Ist irgendwie überall solche, kann das sein? Müssen wir doch wieder Punkte benutzen. Ist das nervig. Ja, egal. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, hier etwas Steinmetzmäßiges zu bauen, weil wir hier Kalkstein haben. Das wäre Kalkstein oder Marmor in einen Steinblock. Das heißt, wir könnten hier auf jeden Fall nochmal Steinmetz pumpen. Hätte ich gar nicht schlecht. Aber wäre natürlich eine andere Idee, wäre halt, wie gesagt, auf die Gärungsgrube zu gehen. Weiß noch nicht, ob es nicht sinnvoll ist, ein bisschen da Gas zu geben einfach. Dann könnten wir das hier hinsetzen. Können wir hier vielleicht so ein Bergbaustädtchen draus machen. So, dann haben wir hier einmal, wenn ihr sehen könnt, unseren Kalkstein genommen und nochmal in Steinblöcke umgewandelt. Die sind schon ziemlich gut. Da kann man auf jeden Fall was machen mit 5 Produktionen. Und wir haben jetzt 3 Hölzer auch. Das heißt, wir könnten auch hier so eine Sägegrube machen oder halt ja Papiermacher. Also ich meine, ein Stamm wenigstens nur. Ein Stamm in einem Papier ist eigentlich ganz okay. Kann man jetzt nicht meckern, tatsächlich. Nehmen wir mal ein Arbeiterlager. Und gehen weiter. Die Seuche geht weiter. Nerv. Unser Typ kommt gar nicht hinterher. Haben aber jetzt auch nicht mehr genug
Erfahrungspunkt. Das heißt, er wird einmal übersprungen. Hier können wir in 12 Runden erste Stadt draus machen. Wir könnten das natürlich jetzt beschleunigen, aber ja, müssen wir jetzt hier. Wir könnten hier schon eine Stadt draus machen. Ne, können wir noch nicht. Oh, ist auch nach 7 Runden. Und nicht schlimm. Wir haben ja einen riesigen Wald zwischen uns. Da ist ja auch nichts drin. Deswegen baut da auch gerade keiner eine Stadt hin. Aber ist eigentlich ganz okay. Das heißt, wir haben eine gute natürliche Grenze. Finde ich ganz gut. Map ist sehr, sehr groß, muss ich sagen. Also, was ist man ja so bei Sif und so gewöhnt, dass die Maps eigentlich immer zu klein sind. Aber hier ist sie wirklich gigantisch, finde ich. Also, weiß nicht, ob mir das gefällt. Das ist okay. Aber wenn ich so sehe, wie lahm ich mich hier durchbewege, da kriege ich schon ein bisschen Würgereiz. Aber es ist natürlich immer so eine Ansichtssache, ne? Was will man gerade haben? Wie man will man es gerade haben? Ja, ich gebe mal hier ein Lager frei jetzt endlich. Wir haben ja jetzt da jetzt das Kolosseum fertig. Dadurch kriegen wir mittlerweile 4,9 pro Runde. Was eine gute Geschichte ist. Und dann haben wir den solchen Fürsten. Wo ist er? Da ist jetzt weg. Ne, das ist auch nochmal da. Cool. Ja, da müssen wir hier nochmal hin. Und brauchen noch sehr, sehr viel Punkte. Ja, da müssen wir hier den Ausbau dann doch wieder so vermeiden. Ist das nervig. Hier unten ist ja auch noch verätzt. Habe ich nicht irgendwas hier weggemacht? Hm. Ja, kostet wieder 10. Wir kriegen gleich auch ein Chaos-Event. Dann wird es wieder übel. Chaos-Werte können halt richtig fies sein. Ihr habt es eben gesehen, das war ja total harmlos. Aber es kann natürlich sehr fies sein. Wir sehen jetzt hier, wir könnten jetzt 600 bezahlen. Die Vasallen von Japan haben sich gegen ihre Herrscher auch gelehnt. Ja, wir zahlen 600, damit wir das nicht haben. Und Vereinigte Staaten von Amerika wollen eine Allianz. Ja, klar. Oh, jetzt sind wir im Krieg gegen Brasilien. Ist aber nicht schlimm. Werden wir direkt mit reingezogen. Habe ich auch schon gelesen bei GameStar, dass man halt gar keine Wahl hat zu sagen, ich breche die Allianz. Aber sonst was, man ist einfach sofort im Krieg. Hätten wir also überhaupt nicht annehmen sollen. Das wäre jetzt nicht der Intelligenz. Andererseits sehe ich mich eigentlich ganz gut in der Lage, die zurückzuhalten. Das Nervige ist jetzt nur, wenn jetzt nachher Deutschland auch noch den Krieg erklärt, dann hätten wir halt wirklich ein Problem. Ansonsten glaube ich eigentlich, aber ich kann natürlich auch naiv sein, der Glaube, dass wir da jetzt keine großen Probleme erhalten sollten. Dass das jetzt nicht irgendwie zur Eskalation führt. Aber das sagt man ja berüchtigte letzte Woche. Wir können natürlich Waffenstillstand noch anbieten, das wäre auch in Ordnung. Einfach sagen, komm, nö, lass mal jetzt nicht kämpfen, macht auch nicht so viel Spaß. Und dann wäre die ganze Geschichte auch schon wieder gegessen. Ja, wir können schon wieder Kulturfähigkeit anwenden, sehr gut. Wäre nochmal nicht schlecht, Spitzenforschung zu machen für Innovation. Lokale Reform ist, wie gesagt, einfach nur ein bisschen mehr Buff. Wir könnten hier Wissen 75 dazu nehmen. Und da zwei Städte, wir haben da zwei Städte. Wir haben hier noch nicht zwei Städte. Ich würde sagen, nehmen wir nochmal eine Stadt hier und hier machen wir dann nachher nochmal so eine schöne Holzstadt draus. Weil hier kann das diese Stadt dann nachher machen. Und wenn wir einfach hier hinsetzen, da können wir drumherum überall schön das Holz mitnehmen. Damit wir da auch mal den Vorteil bekommen. Also da haben wir direkt die Grenze verbunden, damit auch Straßen generieren, die uns da nicht so viel Probleme bereiten. Und Brasilien will direkt Frieden. Ja, okay, akzeptieren wir auf jeden Fall. Ich denke mal, dass wir nächste Runde wahrscheinlich wieder in den Krieg gezogen werden, so wie ich das Spielprinzip hier leider kenne. Aber da müsste man einfach mehr investieren, mehr Zeit investieren. Da gibt es auch nichts, was ich euch tutorialmäßig erzählen könnte. Es ist einfach nicht gut. Schon allein der Diplomatie-Bildschirm ist halt scheiße, ne? Das kann man einfach so sagen. Aber es ist halt, auch wie die jetzt ankommen, das ist so total wahllos. Man weiß überhaupt nicht genau, was passiert. Und irgendwie ist das sehr, sehr variabel. Also ich glaube, das ist, sollte man nicht spielen, das Spiel. Man denkt, man macht hier irgendwas Diplomatisches. Das ist aber ehrlich über Humankind. Das ist ja auch, da ist zwar irgendein System mehr drin als hier. Hier ist es sehr brachial. Aber da ist es halt auch nicht wirklich viel besser in meinen Augen. Kann man aber natürlich sehen, wie man will. Okay, wir können hier jetzt die Oliven. Wir haben ja jetzt zwei Oliven. Hier oben, wir können jetzt hier einmal, weil ich habe den Markt, glaube ich, noch nicht fertig. In einer Runde aber habe ich das Lager, meine ich. Fertig, das heißt, wir können tatsächlich hier mal eine Presse bauen und uns ordentlich Nahrung dazu geben. Einfach mal hier draufsetzen. Diese Presse kann momentan jetzt noch nichts errichten, ne, weil wir haben jetzt noch nicht genug, das seht ihr. Aber nächste Runde müssten wir das machen können. Deswegen machen wir das einfach mal, um das mal zu zeigen. Ich kann jetzt einfach sagen, wenn das Lager fertig ist, hey, hier, heimische Exporte. Sag, gib mir mal ein bisschen was an Oliven und dann kann ich das bestätigen. Und dann sollte das auch klappen, dass das hier, ja nicht in einer, ups, ich habe sie, okay, jetzt habe ich das Falsche genommen. Okay, Region auswählen, ich drücke hier drauf, ah ja, okay, mein Gott, Probe, so. Ich möchte gerne, dass das, na, das ist aber Exporte, ja, okay, nee, das ist natürlich blöd, ich hätte das, bei Kobe brauche ich das. Aber bei Kobe das Lager. Ja, das ist natürlich nervig. Lager, dauert 8 Runden. Ätzend. Ja, aber wenn wir das bei Kuba haben, dann können wir das Ding auch nutzen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir das auch hier kriegen können. Aber heimische Exporte heißt, wir geben es ab. Ne? Also alles, was wir hier haben, wird hier abgegeben. Schade, ich habe es andersrum verstanden, dass man das Lager halt als Annahmestelle sehen kann. Das war mein Fehler. Aber jetzt auch nicht schlimm. Werden wir jetzt nicht drunter sterben, glaube ich, oder von sterben.
Hier unten war jetzt schon wieder Seuche irgendwo, ne? Wenn man das wenigstens gut erkennen könnte. Eine Seuchenkarte wäre halt auch irgendwo exzellent, ne? Also wirklich exzellent. Ich weiß, dass hier irgendwo eine gekommen ist, oder? Könnt ihr kurz schreiben, wo ist hier eine Seuche? Hier war doch irgendwo eine, oder? Vielleicht wieder auf dem Heim, auf dem Wohngebiet? Nee. Ich sehe es leider nicht. Ich sehe es wirklich nicht. Meine, da war doch irgendwo noch ein Schaf? Camp hier oben? Keine Ahnung, wirklich nicht. Kann ich leider gar nicht erkennen. Weil ich habe ich auch nur geträumt, kann auch sein. Theater kriegen wir Kunsterfahrung, könnten wir endlich mal das neue Ding haben. Ich will aber erstmal einen Ritter nochmal haben, mich ein bisschen absichern, damit die uns nicht auf die Nerven gehen. Scheinbar hat Deutschland noch ein bisschen Respekt vor uns, was ich ganz gut finde. Das kann gerne so bleiben. Ich habe irgendwo doch auf jeden Fall die Seuche gesehen. Kannst du mir nicht sagen, ich habe das doch irgendwo gesehen. Naja gut, ich kann auch geträumt haben, das ist schon mal durchaus möglich. Steinbrüche könnte man natürlich weiterhin aufs Hügel setzen, das ist kein Problem. Weiß aber nicht, ob das jetzt sinnvoll ist oder ob ich lieber was sparen sollte. Bald können wir auch wieder beim Kanat was setzen, da könnten wir uns nochmal eine ordentliche Armee herbeirufen. Und dahingehend könnten wir eigentlich die berittenen Bogenschützen lieber nehmen, statt noch einen Ritter, ne? Ja, obwohl. Jetzt habe ich ihn halt schon angefangen zu bauen, man kann die ja nicht speichern, ne? Platz gibt auch Kultur oder Kunst, Entschuldigung. Kunst, ja, auch Kunst. Ja, bleiben wir dabei, ist glaube ich, okay. Dass wir die eher dann die anderen Sachen nehmen und dann die berühmten Bogenschützen dafür nutzen, weil sonst wird es auch irgendwann unsinnig. Ja, Steinmauer und Steintürme brauchen wir momentan auch gar nicht. Expansion in den Hügeln heißt ja wirklich nur weiter ausbreiten. Finde ich jetzt nicht so cool. Aber wir können natürlich jetzt die Pyramiden noch weiter auswählen. Müssen wir auch bald machen. Ich weiß, kostet aber halt 30. Wir müssen momentan die ganze Zeit diese blöden Infektionen ausbessern. Armbrustwache können wir ja bekommen. Gefechtsturm. Gibt uns auch Erfahrung. Doppelt so lange, um sich zu entwickeln. Ausbruch, okay. Barrikaden. Können wir ja irgendwie noch den Slot erhöhen. Oh, Plantagengüter, das ist natürlich auch nicht schlecht. Liegt alle Ausbrüche unter Kontrolle. Hier könnten wir auch diese ganzen Religionssachen bekommen, wo ich nicht genau weiß, wie wir die jetzt ohne diese Sachen, weil hier steht ja schon direkt, ihr braucht eine Religion, wo ich jetzt genau die Religion an sich herbekomme. Ihr seht, die haben auch noch keinen Wünschen, keinen Bedarf davon. Ich kann jetzt auch nichts bauen. Also wir hatten ja schon Tempel gebaut, aber ich glaube, der hat jetzt nicht irgendeinen Effekt jetzt seit Mittelalter oder was haben wir momentan? Renaissance, glaube ich sogar, oder Mittelalter, ist ja egal. Dass wir da irgendwie einen Punkt dazu bekommen. Also keine Ahnung. Müllentsorgung haben wir auch nicht, brauchen wir also auch nicht. Wir könnten hier jetzt nochmal einen Siedler erstellen in 5 Runden. Ansonsten ist es wichtig, dass wir es für die nächste Regierung einfach haben. Finde ich also nicht schlimm, das einfach mal zu sparen. Landwirtschaft. Ja. Ah, Berufsarmee. Dann nehmen wir das doch. Genau, wir wollen mehr. Ich will mehr Slots in meiner Armee haben. Ich habe mich Lust, dann nachher mal Deutschland auch den Krieg zu erklären, damit wir Köln ausrotten. Und hier Aix-en-Provence oder so. Keine Ahnung, ich kann kein Französisch. Aber so in der Richtung, glaube ich. Aber erstmal muss unsere Armee erstmal wieder zurückkommen. Dann können wir darüber nachdenken. Mhm. Das heißt, wir könnten die jetzt schon holen. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt schon mal die Kosten natürlich auch unterhält. Da will ich lieber das Geld noch mitnehmen. So, solche. Wo haben wir solche? Ich weiß, hier ist irgendwo solche. Ah gut, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, aber ich meine, solche gesehen zu haben. Beste Voraussetzung dafür, das wirklich zu wissen. Mühle brauchen wir natürlich gar nicht. Weideland hätten wir noch die Option. Da könnte natürlich auch immer noch nur auf die Tiere machen. Also, ich meine, ob man Weideland nicht vielleicht auch irgendwo anders machen könnte, keine Ahnung. Sei es drum. Ich würde jetzt die Gärungsgrube nehmen, aber bringt es halt auch nicht so viel. Ja, kannst eine Forderung ablehnen, kannst mich von mir den Krieg erklären, dann hau ich dich halt um. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, dir Probleme zu bereiten. Ah, guck mal, diese ist auch wieder Frieden. Wir konnten also doch den Frieden übrigens halten. Das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Lektion. Ihr könnt den Frieden dann schon noch halten. Von daher ist es jetzt nicht ganz so gravierend, wenn die einen mit ins Krieg ziehen. Wenn die Nation merkt, du bist zu stark, dann werden die das auch schon auf jeden Fall mitbekommen. So, Kyoto sind wir bald durch. Wir brauchen neue Gebäude, die wir provozieren können. Können wir hier ein Gebäude produzieren oder ist das nur... Ah ja, jetzt haben wir ein paar. Ja, Waffenlager super. Das ist nur eine Verbesserung, aber hier Kaserne wäre gut. Ich gebe noch mehr Erfahrung. Das brauchen wir für unser Kanat. Wenn wir das Kanat, glaube ich, nämlich voll pimpen, dann haben wir eine gute Chance. Okay, hat uns auf jeden Fall den Krieg erklärt. Ne? Antwort auf Forderung, bla bla. Und sie abgelehnt. Was heißt das? Drohen, wir wünschen keinen Krieg, bla bla. Okay, irgendwie kommt jetzt ganz viel Gebrabbel. Ja, und wir werden natürlich jetzt direkt hier mal hochgehen. Er scheint uns nämlich den Krieg erklären zu wollen. Ich dachte, hat er uns jetzt offiziell den Krieg erklärt oder was? Ist das jetzt Krieg? Im Krieg, ja, okay, das war jetzt irgendwie eine sehr weirde Kriegserklärung, aber okay. Dann gehen wir natürlich hier rüber
Und spawnen uns dann auch jetzt unsere berittenen Bogenschützen. Die nehmen wir direkt alle mit hin und schicken die direkt hier auf die Gegner oben. Setzen dann auch hier unseren Anführer nachher mit rein. Weil der halt langsamer ist, deswegen schwierig. Aber Amerika ist auch mit in dem Krieg, das ist doch schon mal schön. Osaka kann uns auch das Lager bauen, glaube ich, damit wir da wirklich mal diese ganzen Geschichten bearbeiten können. Noch 5 Runden. Könnten es auch beschleunigen, kostet einiges an Geld, nehmen wir erstmal nicht. Und wir haben einen Hauptstadtangriff. Hauptstadtangriff, das bedeutet einfach, was? Fähigkeit verwenden. Achso. Ja, okay, ja, wir können einfach draufschießen. Sehr schön. Okay, wow, das ist nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass die uns da so leicht rausboxen können. Ich weiß aber nicht, wie weit die jetzt belagern müssen, großartig. Ich glaube, die direkt angreifen können. Nee, okay, er ist schon abgehauen. So, jetzt kommt Hygiene. Wir haben jetzt Bevölkerungsreich von mindestens 11 erreicht. Und dann brauchen wir Hygiene. Ah, gut, das ist gut zu wissen. Und da brauchen wir halt in ein gewisses Verhältnis. Ihr kennt das ja, ne? Die haben halt Bedarf dann danach. Gucken wir mal bei Kyoto jetzt mal rein. 200% haben wir. Wir haben nämlich 6,65, weil wir, ich glaube, Aquädukt gebaut haben. Ja, wir haben ja eigentlich alles gebaut, außer Schatzhaus. Also haben wir das Aquädukt. Das kann man, wo kann man eigentlich sehen, welche Gebäude, ja, hier unten, ja, genau. Also wir sehen, wir haben das Aquädukt. Haben wir nicht irgendwo Aquädukt gebaut? Doch, ja, genau. Ich wollte schon sagen. Das gibt uns 5 Hygiene, das ist schon mal gut und wird auch noch ein bisschen aufgewertet anscheinend. Kann man gut mitarbeiten. So, jetzt ist er abgehauen. Was war das für eine Aktion? Und ja, dann klatschen wir die da einfach mal aus dem Leben. Gucken wir uns den Kampf mal an. Dann trinke ich nicht mehr währenddessen einen Schluck. Hat natürlich auch Abo-Schützen, aber wir haben halt Ritter. Wir haben dann auch noch unseren Khan dabei. Also von daher, gut, Miral macht der fiedische Ritter, aber jetzt ist er eigentlich schon tot. Das ist sehr gut. Dann hauen wir die doch mal komplett aus dem Leben, bitte. Sehr gut. Ja, das war sehr intelligent von der KI, uns da jetzt einen Krieg zu erklären. Aber gut, sei es drum, ich mache das sehr gerne. Das Problem ist natürlich, die haben jetzt auch diesen Angriff, weil die Stadt jetzt nicht riesig ist, ne? Dann würde ich sagen, wir nehmen einmal unseren Anführer, der geht auch mit rein. Aber du gehst schon mal rüber angreifen, oder? Frage ist, wie stark ist jetzt diese Stadt, ne? Das möchte ich mal sehen. Wie viel hat sie? Also wir haben natürlich jetzt gar keinen... Ja, okay, geht aber auf den Schaden her, ist okay. Wir haben jetzt gar keine Frontline, ne? Okay, wir machen hier kaum Schaden. Das ist ziemlich kacke jetzt. Hätte ich jetzt mehr gehofft, muss ich ganz offen sagen. Also die machen uns kaum Schaden, aber wir machen ihnen auch kaum Schaden. Bisschen ärgerlich. Also hätte ich mir schon deutlich mehr erhofft. Aber wir können sie ja heilen, ist ja nicht das Problem. Achso, müssen aber erstmal ins Territorium zurück. Gut, du als Anführer gehst hinterher. Ja, du kannst eigentlich auch mit. Du kannst. Warum bist du so lahm, Anführer? Was ist denn mit dir los? Du kannst dich hier mit in die Armee reinsetzen, damit wir da ein bisschen Schutz haben. Und wir können unsere erste Pyramide bauen zur Feier des Tages. Die setzen wir einfach mal schön bei Kyoto in die Wüste. Passt doch ganz gut. Kriegen dadurch noch mehr Kultur. Das heißt, wir haben gleich schon wieder unsere Hupsala. Unsere nächste Kulturfähigkeit. Das passt doch ganz gut. Und dominieren jetzt erstmal Deutschland. Das war ja der Plan. Wir wollten ja eh auf jeden Fall Deutschland irgendwo angreifen. Jetzt sind wir im Krieg. Das macht das Ganze auch nochmal ein bisschen spannender. Da können wir jetzt gucken, wie weit die uns jetzt angreifen können. Der Barbar wird uns ja nicht angreifen. Der wird, wenn nur Köln angreifen. Ich würde Köln natürlich gerne auslöschen. Weil ich weiß nicht, was das hier soll mit dieser Stadt. Ich meine, ich kann sie auch nehmen. Im Endeffekt hat sie schon Ressourcen dabei. Wir müssen immer dran denken, dass wir die Kultur dann dementsprechend auch nach oben pushen müssen. Er kann uns noch nicht angreifen. Es ist anscheinend noch ein Vasall. Was ich ganz gut finde. Ich greife mit der Armee an. Gucken wir uns das mal an. Ob das besser funktioniert. Ich denke mal, wenn wir jetzt die, genau, Palisaden wegkamen, jawohl, dann sollte das relativ gut durchgehen. Wir halten wohl recht viel aus, muss ich sagen, die Milizen. Was ist das für eine Miliz mittlerweile? Stadtmiliz 4, ja. Die haben ja leider nur so tolle Zahlen. Finde ich halt ziemlich bescheuert, aber gut. Ist halt so. Habe ich noch nie verstanden, wie man sich ein Spiel erstellt und sagt, ich glaube, wir müssen unsere Einheiten einfach Zahlen geben. Aber ich finde das Spiel gut, aber das sind Sachen, das macht so wenig immer so, wenn ich sage Stadtmiliz 4, finde ich halt einfach, keine Ahnung, einfach nicht gut. So, du bist jetzt einfach ein Vasall, ne? Ja, sehr gut, kannst gern Vasall bleiben. Okay, 50 Runden finde ich ein bisschen lächerlich, aber ist vollkommen fein für mich. Dann können wir nämlich hier unsere Truppe nochmal aufwerten. Ob das jetzt nötig war, weiß ich gar nicht. Kann sich jetzt aber auch noch bewegen. Das heißt, wir können hier nach unten gehen und hier schon mal Druck ausüben. Kannst erstmal hier warten. Du setzt dich hier rein, um einfach die Truppen zu verstärken. Perfekt. Und unser Anführer, genau, perfekt. Der ist dann auch mit drin. Ist ja super. Dann haben wir doch genau das erreicht, was wir wollten. Dass wir hier unsere super Armee haben. Das kann ja nur gut sein. Dann machen wir das Schatzhaus noch. Armeen brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dafür haben wir ja Kanat. Genau aus diesem Grund haben wir Kanat ja gewählt. Damit wir da richtig reinhauen. Siedler müssen wir momentan auch nicht produzieren. Ich finde nicht sinnvoll, jetzt noch mehr Siedler rauszuhauen, weil die Kultur uns dann verloren geht. Mehr ist es aber nicht. Es gibt ja nur durch die Siedlung, das ist ganz wichtig für euch vielleicht, nur durch die Siedlung, also andersrum. Durch Siedlung verliert ihr nur Kultur. Das ist also nicht ganz so gravierend, dass man jetzt sagen muss, oh, jetzt haben wir aber ein großes Problem.
Können übrigens auch hier Vasallen integrieren oder einen Gesandten erstellen. Ich würde jetzt mal einen Gesandten tatsächlich erstellen. Würde den nach hier oben bringen und die hier auch als unser Vasall einmal zufügen, damit wir dann schon mal unsere Gegend gesichert haben. Außer hier oben ist, glaube ich, noch eine Stadt. Ne? Ja, da ist auch noch eine. Aber das läuft auch schon mal ganz gut. Wir könnten auch hier jetzt unsere Pyramiden upgraden. Wer hat deine Pyramiden? Eine deiner Pyramiden zu einem Pyramidengrab auf. Da kriegen wir Einfluss, Regierung, Kultur. Das ist schon sehr cool. Und wir können noch einen Ingenieurspunkt bekommen. Nur ein Pyramidengrab, ist kein Problem. Jetzt habe ich nicht, das kostet mich aber jetzt noch was, oder? Okay. Das kostet mich also jetzt noch. Wo ist das? Mach mich nicht aggressiv, Spiel, ey. Wie genau geht das jetzt? Das wird wahrscheinlich eine Fähigkeit sein. Kann das sein? Bin ich jetzt komplett bescheuert? Kultur? Ah ja, okay, ich wollte schon sagen, hier. Ah ja, also perfekt, können wir in zwei Runden dann machen. Ich habe mir schon überlegt, was könnte man sonst für Kultur machen. Okay, du kommst ernsthaft rüber. KI, Ja, Brasilien ist okay. Du kannst mich auch mal... Ich habe dich auch sehr gern, Brasilien. Kein Problem. So, dann ist das auch noch unser Vasall. Dann haben wir das Gebiet auch noch durch. Ihr könnt euch einfach mal ein bisschen heilen, ist okay. Bevor wir wieder angreifen. Dann haben wir oben solche. Wo ist unser Dr. Renschen? Der kam ja hoch. Ja, und das löschen wir am besten einfach aus, ne? Weiß nicht. Da kommen wir aber nicht hin. Dann greifen wir erstmal die Stadt an, ne? Ja, da ist auch keine Stadtmauer. Das müsste doch passen. Nee, doch nicht. Noch nicht. Nächste Runde müsste es aber dann passen. Okay, die Seuche geht weiter. Wir greifen hier weiter an. Zack, zack, zack. Weg damit. Haben das geplündert und haben noch einen Vasallen. Perfekt. Haben wir die mal ordentlich überrannt. Wo ist der? Ach, da ist er hin. Okay. Du kannst gern sterben. Das ist kein Problem, Armbrustschütze. Aua, das tut natürlich sehr weh, muss ich sagen. Uff, das ist echt hart, ey. Ich glaube, wir müssen die leider einmal heilen, auch wenn ich da überhaupt keinen Bock drauf habe. Aber das Problem ist halt, wir haben noch diese blöde Stadtwache. Ich weiß nicht, ob man die upgraden kann oder so. Das ist einfach nur Stadtwache. Warum können wir die nicht zu Stadtwache 4 oder so aufwerten? Ich glaube, es gab eine Fähigkeit oder einen Forscher, wo man das machen konnte oder die aufwerten konnte zumindest. Müllerzogen haben wir noch immer nicht. Bringt also noch immer nichts. Können wir nur sparen. Siedlung brauchen wir auch nicht. Das heißt, wir warten bis zur nächsten Regierung, um dann mal so richtig abzugehen. Wir könnten hier einen Händler erstellen tatsächlich. Wohlstand eines Vasallen zu erhöhen oder Vermögen von anderen Nationen zu erhalten. Ja. Machen wir einfach mal. Probieren wir mal aus, ne? Müssten wir jetzt zu unseren Verbündeten am besten bringen. Allerdings ein bisschen weit weg. Vielleicht gehen wir einfach mal zu einer Vasall, den ich jetzt nicht unbedingt einnehmen will. Ich nehme einfach mal hier hin. Obwohl da schon Stein ist und nicht schlecht wäre. Naja, also Händler scheint einfach nur so generisch, geh mal hin und dann machst du irgendeine Fähigkeit und dann hast du halt Geld dazu. Ist nicht überragend. Jetzt können wir unsere Pyramide hier aufgründen. Ach, hier, guck mal hier. Wir können hier eine Religion gründen, tatsächlich. Oder wir machen halt erstmal die Bestattungsriten. Ich glaube, ich mache erstmal Bestattungsriten, damit wir hier unsere Pyramide jetzt zu so einem schönen, gigantischen Gebäude aufwerten. Guckt euch das an, was wir dafür bekommen. Dann kriegen wir 11 Runden schon wieder die nächste Fähigkeit. Massiv. Sehr gut. Und jetzt können wir auch, wenn ich das richtig sehe, hier Arbeiter, heimische Exporte. Wir nehmen eine Region. Region wäre Kyoto. Wir nehmen die Oliven, wir bestätigen und jetzt schicken wir die Oliven nach Kyoto und jetzt müssten, ich weiß nicht, ob das jetzt noch was dauert oder so, die das hier aufwerten. Aber wo ist denn unser? Habe ich jetzt doch... Ach, Spiel, willst du mich verarschen? Lass mich raten? Nee. Hä? Okay, jetzt bin ich... Ach so, weil da die Seuche drauf ist, deswegen. Okay. So, jetzt? Hat sich nicht aktualisiert? Mach mich nicht aggressiv? Habe ich noch keine Plantage drauf? Doch, habe ich auch. Was ist das Problem? Nee. Also jetzt sind beide irgendwie ausgegraut. Sehr merkwürdig. Hä? Okay, das müssen wir jetzt nochmal gucken. Nächste Runde, vielleicht aktualisiert sich das dann erst. Okay, da ist die Seuche schon wieder. Willst du mich veräppeln? Okay, der läuft jetzt erstmal mit seiner Einheit neben meiner Hauptstadt, um angegriffen zu werden. Okay. Das ist nicht so gut für dich. Ich glaube, da kriegen wir zwar schon wieder Schaden, aber die sind jetzt auch nicht mehr so krass hier wach. Ah, okay, geht aber trotzdem. Stadtwachen wollte ich sagen. Ja, und dann können wir weitergehen, ne? Ich weiß nicht genau, was er sich dabei gedacht hat, uns hier anzugreifen. Aber gut, die KI will, was die KI will, sagt man immer so schön. Ach, da ist noch was Neues. Ich hoffe mal, dass sie nicht unseren armen Pestdox jetzt angreifen. Was genau willst du jetzt hier? Das würde ich gerne mal wissen. Achso, ja. Du kannst einmal hier zu unseren Vasallen gehen. Dann können wir hier nämlich jetzt sagen, einsetzt Wohlstand. Na. Erhöht sich dessen Wohlstand jede Runde. Aber jetzt kriegen wir irgendwie Wohlstand dazu. Dadurch wird er wahrscheinlich halt uns mehr Abgaben geben. Ist ganz nett. Kann man mitnehmen. Ist jetzt nicht überragend. Aber kann man ja, wenn es nichts anderes gibt, auch durchaus mal mitnehmen. Kunsterfahrung nehmen wir gerne mit.
Warum nicht? So, jetzt, was macht diese Einheit hier? Die nervt mich ziemlich, muss ich ganz offen sagen. Wie viele Punkte wir jetzt in der Regierung haben, ist ja komplett lächerlich. Das ist schon lustig. Ja, die hätte ich jetzt hier runter bewegen sollen. Wir haben noch immer keine Straße übrigens zwischen. Vielleicht hätte ich die Stadt doch hier bauen sollen, nur weil ich die schöne Straße haben will. Gibt mir nämlich ziemlich auf die Nerven, ey, verdammt. Okay, da kommt er mit einem Katapult sogar. Heieiei, jetzt geht's aber ab hier. Das ist aber nur 66. Was genau willst du damit erreichen? Das ist nur Fernkampf, Leute. Guck ich, was haben wir jetzt? Zerfetzt werden. Batz, batz, batz. Tot. Okay, nee, das Katapult ist nur geflohen. Entschuldigung. War eine Lüge. Aber eigentlich ja doch irgendwo tot. Und der Amerikaner kommt übrigens auch noch. Das finde ich auch sehr schön. Und ich weiß, was der genau da macht. Ja, der schält sich tatsächlich auf unsere Oliven und macht die einfach. Und will der mich veräppeln? Das ist ja richtig gemein. Ich komme halt nicht dahin, ne? Das kotzt mich so an. Diese Straßen. Ich brauche dringend Straßen. Müsste echt mal einen Pionier mal pumpen. Aber eigentlich will ich zuerst mal. Achso, wir müssen mehr Pyramidenverbesserung haben. Ja, wir würden mal einen Berg, Mine, ne? War es genau. Mine, Bergbau. Können wir hier mal auf Gold setzen. Das ist ja richtig, ne? Das ist jetzt richtig, ja. Gut, dann haben wir jetzt einmal Gold dazu. Warum nicht? Gold ist ja lecker. Brauche ich gerade wieder ein bisschen Geld. Das ist schon okay. Okay, du kannst jetzt nicht mehr dahin gehen. Also wir können jetzt auch leider nicht nachgucken, wie das ist. Ich weiß nämlich nicht genau, warum das nicht funktioniert hat. Was ich da jetzt falsch gemacht habe. Heimische Exporte. Also heißt das... Das ist doch das, was ich hier habe. Ah doch, ich produziere aber Öl, ne? Oh, ich produziere ja Speiseöl. Okay, ah, okay, alles gut. Ich dachte schon, ey, du willst mich veräppeln spielen. Und weil es hier unten noch so angezeigt wurde, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja klar, jetzt habe ich natürlich keine Oliven mehr. Aber einmal haben wir es. Sehr gut, dann haben wir sehr viel Nahrung hier dazu. Dann können wir unsere Kaiserdynastie nämlich richtig schön noch nutzen, bevor wir die bald abgeben. Wahrscheinlich. Ja, ihr könnt einfach hier sitzen bleiben als Verteidigungstrupp, das ist kein Problem. Oh, diese Seuche gibt mir... Ja, mehrere Seuchen schon wieder, willst du mich veräppeln? Ah ne, das war unser Basal nur. Wir haben schon wieder was Schlechtes, oh Gott. Entwicklungsstufen des Ausbruchs. Ne, wir zahlen 600, damit das Chaos abgewiesen wird. Was machst du da hinten, Junge? Wo haben wir denn noch, Seuche? Wo haben wir noch, also außer da hinten jetzt. Also hier sehe ich, die armen Oliven sind irgendwie dauerverseucht. Keine Ahnung warum. Also die sind wirklich dauerverseucht. So, du kannst einmal sterben bitte. Oder zerstört werden, wie auch immer. Und dann können wir jetzt hier voran in die Städte gehen. Also einfach auch nach oben gehen, ist mir jetzt auch egal. Da ist eine 74er Armee, die ist uns aber relativ Wurst. Da kann ruhig 74er Armee sein, das ist kein Problem. Und wir beenden jetzt mal den Part. Wir sind jetzt mit im Krieg. Jetzt holen wir uns auf jeden Fall unsere Armeen hier oder Gebiet zurück, sodass wir hier wirklich verstärken. In Deutschland hat sich ein bisschen, aber ganz leicht nur verkalkuliert. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt Frieden anbieten würde. Das ist einfach nur eine Nachricht gesendet. Was ist das für ein Schwachsinn? Hat übrigens eine Machtbewertung von 1179. Ich kann nicht mehr verhandeln, dass ich bitte Geld dafür haben will oder sonst irgendwas. Oh mein Gott, ist das dumm. Da möchte ich jetzt mal sehen, das müssen wir noch ganz kurz gucken, ist mir egal, wie lange das dauert, aber ich möchte noch ganz kurz gucken, was da jetzt für ein Ergebnis rauskommt, das möchte ich einfach sehen, ey. Wie gesagt, ich bin da, hab da Machtpunkte mehr als du und deswegen mache ich das nicht, warum sollte ich, ey? Hundertprozentig, pass auf, jetzt kommt's. Ach, diese blöde Seuche. Jetzt kommt's. Und? Abgelehnt. Die Situation auf dem Schlachtfeld rechtfertigt noch kein Friedensabkommen, ich bin nämlich viel stärker als du, ey. Weil ich kann cheaten und deswegen bin ich einfach der Beste, ey. Hm, genau. So ungefähr ist das. Ich meine, du hast zwar jetzt schon zwei Gebiete eingebüßt, aber klar, du bist der absolut Stärkste. Gehen wir einfach mal hier hin und nuken das auch noch aus dem Leben. Zack, super. Nur noch 29 übrig, perfekt. Und wir könnten nochmal hier verstärken, damit die auch voll bleiben, wunderschön. Ich werde auch noch einen Gewaltmarsch machen, die nochmal angreifen, müssen wir aber jetzt nicht unbedingt. Mit den Hügel explodieren finde ich noch immer nicht gut. Stadt erweitern fände ich ganz cool, weil unsere Städte momentan noch ziemlich Grütze sind. Was wäre denn, wenn ich jetzt Stufe 3 hier raus machen würde? Wir haben jetzt 3 drumherum. Ich glaube, das mache ich einfach mal. Geht nicht. Ja, Maxi, also nur zwei Werte, okay. Was haben wir sonst noch? Pionier erstellen wäre halt die Frage, ob der... Aber der kann nur Außenposten bauen, ne? Egal, ich erstelle den jetzt mal in der Hoffnung, dass ich hier hinten, wenn der Typ dann mal weg ist, dann hoffentlich einen Außenposten erstelle und dann hier eine Straße gebaut wird. Denn sonst kriege ich echt einen Rappel. Okay, der ist immer nicht tot. Das ist ziemlich lästig. Und unsere Einheit ist wieder fast tot. Oh, ist das ätzend. Kannst du den bitte umhauen? Das wäre sehr nett. Ja, Kundschafter, was ist das denn? Unser Verbündeter schickt uns Kundschafter. Ja, danke, Jung. War wirklich sehr nett. So, jetzt können wir weiter Einheiten bauen, aber ich gehe nach ganz unten und nehme das hier. Arbeiter anwerben. Unbedingt. Wir brauchen mehr. Hier. 23 pro Runde haben wir jetzt.
Okay, das ist ja mal. Das ist ja mal Gold wert, ey. Nicht schlecht. Ach, hier ist auch noch Verseuchung. Aber 23 Brunnen ist natürlich schon ein guter Hinweis, denn dann kann man ja tatsächlich ordentlich mal nachholen an den ganzen Gebäuden, die wir brauchen, weil wir müssen unbedingt da ein bisschen mehr Gebäude rausholen. Jetzt hat er uns ernsthaft die Sachen zerstört. Willst du mich veräppeln? Oh mein Gott, guckt euch das an, was der da hinten hat. Jetzt hat er mir ernsthaft den Pionier getötet. Wie konnte der sich so... Guck mal, ich kann nicht den Berg hochgehen. Er kann das. Okay, und hier oben wurden wir auch angegriffen. Das heißt, wir werden nochmal Verstärkung nutzen. Wir müssen jetzt extrem aufpassen. Das ist extrem schwierige Situation jetzt, weil er jetzt massiv viel dazu hat. Was hat er da? Armbrust, Armbrust, Speerträger, Anführer 2. Okay, das sind 126. Anführer, Speerträger und dann halt nochmal ein Belagerungsgerät. Ich glaube, wir ziehen uns jetzt erstmal zurück. Wir müssen jetzt nicht noch weiter nach vorne pushen. Wir haben zwei Sachen erobert. Ich wüsste nicht, warum wir das jetzt riskieren sollten und dann einen Nachteil zu geben irgendwo. Wir haben jetzt auch gleich die Möglichkeit, mehr Einheiten in unserer Armee zu haben. Das heißt, wir werden eh bald da ein anderes... Achso, jetzt hat er sich einfach getötet, okay. Wir haben da eh die Fähigkeit, gleich nochmal eine neue Armee reinzunehmen oder eine neue Einheit, was sehr gut ist. Ich würde natürlich hier gerne auf jeden Fall hier diese Angriffeinheit haben, eine Keshik auf Khan, mehr berittene Bogenschützenangriff, bla bla bla, das wäre ganz cool. Egal, jetzt beenden wir mal ein paar, jetzt haben wir gesehen, dass Deutschland natürlich keinen Frieden macht, das ist ja logisch. Und wir müssen bei Kyoto auch noch Wohnräume erhöhen, muss ich gleich dran denken. Na egal, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein.